Heidi, ho meine Lieben, da sind wir wieder. Ich werde wieder euer G-Man sein, oder danke, dass ich euer G-Man sein darf, oder wie auch immer. Ich habe mir diesmal für die Anmod nicht so viel Copy gemacht. Hab mir aber meinen Survival-Hut aufgesetzt. Der David ist schon da und wir zocken jetzt noch ein bisschen am Sonntag The Forest weiter. Jetzt vielleicht noch so 2-3 Stündchen, müssen wir mal gucken. Machen wir hier ganz, ganz fleißig weiter. Jetzt fängt es gerade an zu regnen. Wir haben gestern noch fleißig gebaut, wie ihr seht. Hier haben wir noch einen Stockwerk aufgesetzt und schon mal so ein paar Sachen vorsortiert. Und so eine Sachen gemacht, die im Stream halt ein bisschen langweilig sein können. Ich glaube, haben wir auch gestern im zweiten Stream auch schon mit angefangen gehabt. Oh, du hast hier diesen Tower gebaut. Ja, genau. Ich wollte mal gucken, falls man mal, oder beziehungsweise falls ich mal AFK rumstehen sollte, dann kann ich mich, glaube ich, da oben raufstellen. Weil das erste ist im Wasser, das heißt, die Viecher kommen wahrscheinlich nicht hierher. Ja. Und dann hier oben so überlegt. Okay. Ja, Leute, wenn irgendwas mit Bild und Ton nicht hinhaut, sagt da bitte gerne wieder Bescheid. Oder wenn irgendwas anderes sein sollte. Ich hoffe, dass das mit der Lippensynchronität jetzt so einigermaßen hingehauen hat, sonst werde ich beim nächsten Mal nochmal fummeln. Jo. Aber haben wir gestern gut was geschafft, man sieht. Shotgun haben wir uns ja noch geholt, Pistole haben wir. Ja, schon mal viel wert, oder was, David? Viel wert? Die Pistole und Shotgun auf jeden Fall. Also Pistole habe ich noch nicht so viel ausprobiert, aber Shotgun... Ja, Shotgun macht sich bis jetzt gut, ja. Pistole werde ich nachher mal ausprobieren. Ja, das haben wir auch noch gemacht, damit Olle... wie heißt er? Ich nenne ihn ja immer Kay. Kelvin? Nee. Doch, Kelvin. Kelvin, genau, okay. Bei mir ist er bloß Kay. Da haben wir gestern hier noch ganz viele, Stammlager gebaut, damit er das voll machen kann. Und die Seilbahn, weil man kann diese Stämme an die Seilbahn hängen und hier runterschicken. Und das haben wir jetzt hier auf der Seite gemacht, auf der anderen Seite haben wir das gleiche auch nochmal gemacht. Damit wir erstmal hier noch Holz haben. Ich hab schon gehört, David, Olle Kelvin, der ist ja jetzt im Internet schon berühmter als das Spiel selbst. Der ist jetzt schon ein neues Meme-Wunder. Ich habe nur gesehen, wie er Baumhäuser abgerissen hat. Ja, oder gestern halt, ne, wo er das Holz immer aus dem Boden gezogen hat, den auch vom Lager. Also er hat's schon echt drauf, Alter. Naja, aber wir sollten mit Kelvin wirklich aufpassen. Ich habe schon... traurige Sachen gesehen, wo jemand sich ein großes Baumhaus gebaut hat und hat Kelvin zum Holz sammeln geschickt und er hat einfach den Baum abgeholzt. So. Ja, das ist klar, da muss man aufpassen. Das ist ja auch generell für die Ziplines da hinten am Baum befestigt. Wenn er den Baum fällt, ist die Zipline halt auch weg, ne? Ja, aber die Zipline ist echt praktisch, weil ich dachte vorher nur, du kannst nur die Strecke mal nehmen, wo du den Punkt hast. Aber nein, ja. du kannst gegenschießen und dann noch weiter nach oben laufen. Ah, okay. Das heißt, das ist doch cool. Ich habe das Maximale noch nicht raus. Also wie lang die sein darf, meinst du? Ja, genau. Ah, okay. Ja, dann ziehen wir hier mal schnell noch die Wände hoch. Der Jusen, der kommt auch so circa in einer Stunde, Leute. Ja, schade, dass es nicht so wie bei Grounded oder sowas gibt, dass man irgendwie mehr Holz transportieren kann. Und sich irgendwie so ein Stärketrank oder... Okay, aber ist halt noch Early Access, ne? Also man kann ja theoretisch erwarten. Und Kelvin, Robert macht da, setzt sich wieder hin und macht Päuschen, Alter. Ja, kratzt dir mal die Lippe, Alter. Guckt uns schön beim Arbeiten zu. Der denkt sich auch, der hat gestern hier noch immer. Kann ich das hier durch? Achso, kann er, oder? Dem ging's doch. Ja. Jetzt. Ich bin tot umgefallen. Kannst du mich aufheben? Ich bin hier auf die Hasenfalle raufgesprungen und war auf einmal tot. Ah, sehr geil, David. Vielleicht macht die doch einen Schaden oder so. Oder bist du hier gegen die Spitzen gekommen? Ja, das kann gut möglich sein, ja. Ja. Wer ist denn da reingekommen in den Discord? Na, ich wollte mal ein bisschen lauschen. Ach, der Birki ist denn. Deine Mikrofonquali ist anders. Meine Mikrofonquali ist anders.
Eigentlich Ja. nicht. Ah, vielleicht bin ich anders. Und bei mir bist du jetzt gerade ein bisschen leiser, aber das ist nicht schlimm, mache ich dich Das lauter. ist normal bei mir. Das ist mein dummes Headset, was ich immer mal setzen muss. Okay, ich wollte schon sagen, bei mir bist du mich auch leise. Jetzt besser? Jo. Ja, das heißt, ich muss mich wieder rasieren, so eine Scheiße. Der Bart ist zu lang. Ja, es ist halt wirklich so, ich muss das Mikro dann so nah ran machen, dass ich an den Barthaaren merke. Und daran merke ich dann immer, okay, ich muss mich rasieren. Spielt er The Forest So. oder was? Genau. Und? Macht Spaß? Bei mir auf jeden Fall. Es ist halt Nice. wie der erste Teil, bloß alles ist besser und alles ist mehr. Man merkt natürlich, dass es noch Early Access ist, aber es ist jetzt. Ich finde es mega. Mit Early Access habe ich mir auch diese Woche ins Knie geschossen. Hätte ich mir mal doch lieber The Forest geholt, anstatt Kerbal Space Program 2. Na, soll buggy sein, habe ich gelesen. Digga, also pass auf, das Ding ist ja, ich reg mich nicht drüber auf, weil ich weiß, dass das Spiel in einem Jahr fertig sein wird und gut sein wird, aber oh mein Gott, was ist das denn für ein 50 € Early Access Release Ja, gewesen? habe ich heute auch gelesen, Digi. Ich Also, habe auf das meinem ist Rechner, ein ja, bisschen frech. mein Rechner ist ja, ich würde jetzt nicht sagen Top-End, aber er ist schon auf jeden Fall High-End, mein Rechner, ja. Ich krieg da 15 FPS raus und die Grafik sieht aus wie von 2014. Ja, ist geil, ne? Ja, also wie gesagt, wenn ich nicht wüsste, dass das alles noch gemacht wird, würde ich mich ja drüber aufregen. Jetzt muss ich halt sagen, okay, ich habe halt das bekommen, wofür ich bezahlt habe. Ein Early Access Titel am ersten Tag. Ja. Naja, hätte ich mir mal lieber The Forest geholt. Kannst du doch noch immer. Also wenn du guckst, man kriegt das Spiel für 28,99. Also ist ja jetzt auch nicht Ja, so. aber das ist dann ein bisschen zu viel, weil auch Hogwarts Legacy diesen Monat schon dabei war. Ach so, ja, okay. Wenn du Hogwarts so neu geholt hast, ja klar. Und Hogwarts war ja auf jeden Fall ein richtig guter Kauf. Naja klar, man weiß eigentlich, auf was man sich eingelassen hat. Du hast halt so ein bisschen, sag ich mal, wie GTA, eher vielleicht wie Bully von den GTA-Machern, bloß im Harry Potter-Universum. Und ja, Mit für schönen Fans ist das. Charakteren, schöne Story. Ich würde sagen, nicht nur für Fans, allgemein für Leute, die gerne Exploration und Open World mögen. Ist aber auch was. Aber für Fans auf jeden Fall, ja, ist schon schön Ist ja das. erstmal hauptsächlich, finde ich, für die Fans gewesen, dass die mal was Ordentliches an Harry Potter-Spielen bekommen. Ich glaube, Ole Gustav Gabel, der Streamer und YouTuber, der hat auch die Harry Potter-Teile jetzt in den letzten Monaten, so, ich weiß nicht, ob er alle, aber viele durchgespielt oder sogar in den letzten 2 Jahren. Ey, der erste und der zweite waren jetzt gar nicht so schlecht, die von 2005 oder so, ja. Damals fand ich die großartig. Naja, klar. Aber es ist halt so, wie es immer bei Videospielen, Umsetzungen von Filmen ist, die sind halt meistens nicht so gut, weil die Zeit knapp ist und das Budget ja auch nicht so hoch ist. Ja, und meistens hat man leider nicht Leute, die tatsächlich vom Source-Material so überzeugt sind, sondern eher nur das Spiel entwickeln wollen. Und dann kriegt man da irgendwas, was eigentlich die Fans auch nicht wollten. Aber nicht in diesem Fall. In diesem Fall haben sie ja schöne Arbeit gemacht. Ist auch gesünder. Ich glaube, das hätte das Universum auch nicht vertragen. Mein Wenn das Universum jetzt hier übrigens gefloppt wäre. nicht, dass die Macher von Kerbal Space Program seit 3 Jahren an dem Spiel gearbeitet haben. Legit hätten sie eigentlich nichts machen müssen, außer den alten Teil mit ein bisschen Upgrade zu geben. Im Early Access, ja, das hätte mir ja schon gereicht, wenn sie es einfach nur das Kerbal Space Program 1 mit schönerer Grafik gegeben haben, aber selbst das funktioniert ja nicht mal richtig. Ja. Eieieiei, das sind ja immer noch die gleichen Originalmacher, ich verstehe das halt logisch nicht. Naja, wer weiß, was die für Verträge haben, die sie einhalten mussten oder was das sonst noch für Probleme gab in der Firma. Ja. Das weiß man als Außenstehender ja nie. Macht mich nur persönlich ein bisschen traurig, Naja, weil natürlich. Kerbal Space Program war so ein Spiel, wo ich immer extrem viel Freude dran hatte und halt tatsächlich auch auf den Release jetzt ein bisschen gehypt war. Auch wenn ich Ja. ja schon von vornherein die Einstellung hatte, es wird ein Early Access am ersten Tag, es wird eine Shitshow, aber trotzdem hatte ich ein bisschen mehr erwartet. Ja. Aber gut, das wird alles noch gemacht in nächster Zeit und dann Ach bin klar, ich man ja muss den gespannt. Entwicklern ja auch eine faire Chance geben. Hatten sie 2 Jahre. Ja, genau, das denke ich halt. Das ist halt auch das Erste, was ich denke, aber dann denke ich so, ihr habt schon mal ein perfektes Spiel rausgebracht. Wie habt ihr es geschafft, jetzt in den letzten 3 Jahren Downgrade Ja, naja, auch gute Frage. rauszubringen? EA halt, wurde von EA aufgekauft und denen wurde gesagt, nein, weißt du, das Spiel ist schon fertig, aber EA hat gesagt, nein, ihr bringt jetzt diese alte Version raus, damit die EA-Standards eingehalten werden.
Habt ihr Calvin eigentlich auch im Multiplayer oder ist er nur Singleplayer? Nein, der ist mit bei. Ah, der ist ja spitze, der Typ. Der ist Bombe, ich hab schon so viel gelacht, Alter. Das ist schon der Highlight im Spiel und der ist ja der neue Meme-Star. Ja, ja, und allgemein muss ich jetzt sagen, dass du weißt, es ist ein gutes Spiel, wenn die Bugs zu Memes werden. Weil selbst ja. Forest ist ja auch noch ein bisschen verbuggt, aber ich muss auch sagen, da kannst du halt herzlich drüber lachen, so. Ja, finde ich gut. Wenn bei mir sich ab 300 km/h einfach mal der Flügel von meinem Flugzeug abreißt, ohne möglichen physikalischen Grund, ist es nicht so zum Lachen. Ja, aber das ist ja auch das Spiel. Also, das ist ja gerade dieses Ausprobieren, Gucken und... Ich hab ja immer meistens bloß gesehen, wie sie den Start gemacht haben, aber in dem Spiel kann man ja auch noch mehr als den Start machen, ne? Du kannst ja richtig im Weltraum rumfliegen. Du kannst komplett das Sonnensystem erforschen und in Kerbal Space Program 2 kannst du jetzt, also bald, wenn sie es dann rausbringen, eigene Kolonien auf anderen Planeten bauen, von denen aus du dann wieder starten kannst und ins Deep Space fliegen kannst. Ah, okay. So richtig interstellares Travel jetzt. Aber ja, früher im ersten Teil konntest du das ganze Sonnensystem erforschen. Jo. Dann, das ist das, was mich ja denn noch mehr gereizt hätte. A, das erstmal richtig alle zu bauen und dann B, da auch noch die ganze Zeit rumzufliegen. Oh, und dann vor allem für mich, du weißt ja, ich bin so ein Labor-Nerd. Digga, für mich war das so schön, die Gesetze der Physik des Weltalls zu kapieren durch das Spiel. Ja. So wie Bewegung im Weltall. Zum Beispiel, wenn du dich mit 50 km/h für 10 Minuten in eine Richtung bewegst, wirst du dich für immer mit 50 km/h in diese Richtung bewegen, es sei denn, du musst halt so denken, es bremst dich ja nichts aus. Wenn du wieder stoppen willst, musst du dich mit 50 km/h in die entgegengesetzte Richtung für 10 Richtig. Minuten bewegen und sowas. Genau. Das ist auf jeden Fall immer sehr, sehr cool. Und dann noch die Anziehungskräfte theoretisch, also von den Planeten und alle. Das ist realistisch. Das ist ja, was mich auch wieder so ein bisschen traurig macht. Die Europäische Space Agentur hat Kerbal Space Program 1 benutzt, um neue Rekruten zu trainieren. Ganz am Anfang. So ein bisschen witzig, weil das so realistisch da rankam. Aber ist doch cool. Pass auf, David, pass auf. Ich sollte nicht auf dich rauffallen, aber irgendwie biegen die sich meistens so. Die Bäume. Ja, ja. Der hier wäre jetzt auch fast durch mich gelandet, wenn ich hier gehackt hätte. Hinter dir, David, hinter dir. Oh, mit ohne Maske. Also ich werd höchstwahrscheinlich irgendwann mal, wenn sie genug Updates bei The Forest rausgebracht haben, dass es sich lohnt, dass ihr nochmal einen Neustart macht. Weil ihr wisst ja, irgendwann werdet ihr einen Neustart machen. Es wird ja noch so viel hinzugefügt. Also es kann gut sein, klar, wenn man den Neustart machen muss, werden wir das auf jeden Fall tun. Ja, musst du, auf jeden Fall. Da werde ich mich damit einklinken. Macht das, Diggi. Ihr seid alle herzlich eingeladen, immer wer Lust hat. Dann jetzt nicht mehr. Ah, okay. Alles klar, ich war wieder zu nett, ich merke schon. Ja. Du bist ein räudiger Bastard und darfst nicht mitspielen. Wie viel waren es? 28 Euro? 99, ja. Hast mich jetzt doch mal ganz kurz rumgerissen. Alter, ich hab fast Calvin ich hab dich getroffen. Du hast mich umgehauen. Ey, was ist das für ein Zufall? Ich dreh mich mal jetzt immer von dir weg, wenn ich Holz hacke. Dann fällt der Baum zwar in die falsche Richtung, aber... Kann dich ja nicht immer aufheben, jedes Mal, wenn ich dich umklatsche aus Versehen. Also, David, merkt ihr im echten Leben, wenn die Welt doch untergeht und wir müssen uns im Wald wieder ein neues Dorf, eine neue Hütte bauen, wo wir alle drin leben? Ne? Ist gefährlich, wenn der G-Bäume fällt. Halt nicht in der Nähe. Wir machen es dann so, wir gehen auf Walkie-Talkie-Range und sobald wir dich nicht mehr hören können, was so ein Kilometer weit weg ist, wissen wir, okay, sind wir in Sicherheit. Genau. Verbindung ist abgebrochen. Und dann aus dem Nichts kommt einfach ein Baum aus dem Boden und haut Julia ins Kind. Im Spiel gibt es ja auch Walkie-Talkie. Mhm. Ja. Allgemein, ich muss ja sagen, das Rucksacksystem, wow. Herzlichen Glückwunsch, da haben sie ja was Gutes gemacht mit. Am ersten Teil war es schon ähnlich, jetzt haben sie es halt noch wesentlich weiter ausgebaut. Ja, ich habe ja den ersten Teil auch sehr gerne gespielt. Aber ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass man aber am Anfang nicht gleich alles hat, sondern sich nach und nach erweitert, weil.
Achso, von dem Platz her? Mhm. Das macht aber keinen Sinn, weil den Rucksack hast du ja auch so. Weißt du, dann ist doch eher besser, dass du die Sachen, die du in den Rucksack hast. Nee, du hast ja, du hast deinen Waffenkoffer und dann hast du davon noch was. Dann ach so, genau. Okay. Dass man die Sachen halt findet. Ja, genau. Ah, ja. So hast du gleich alles am Anfang, klar, es ist auch praktisch. Aber du kannst halt jetzt auch nichts an Inventar upgraden oder so, weil aber 15 Pfeile nur mitzunehmen, da wäre mir lieber, dass ich vielleicht noch einen Köcher oder sowas finde. Gab's, glaube ich, im ersten. Und Junior wird aber ja einfach später. Hardcore-Player, der will ja auch, dass seine Spiele schwieriger werden, weil das da mehr Spaß. Pass auf, David! Ja, aber dem Spiel zu sagen, wir sind aus einer Spezialeinheit und hatten das Zeug halt bei und wir hatten es halt durch den Absturz noch, ne? Also. Ja, aber könnte man Auge zudrücken, aber ich verstehe deine Intention. Ja, es macht. Das wäre einfach ein bisschen mehr Content gewesen, oder? Ich sag mal so, es reicht ja alleine schon, wie das System, was du bei Valheim hattest, dass einfach jede Aktion dir ein bisschen. Klar, es hat das besser, aber. Was? Jetzt läufst du genau in die Bäume rein, Alter. Fällt die doch schon absichtlich. Oder ich versuche es zumindest so, ja, dass du nicht reinläufst. Ich hab in Wirklichkeit gar keinen Bock mehr auf die Insel. Die will nur noch, dass ein Kopf, Baum auf dem Kopf hört, alles vorbei ist. Ja. Ja, Quatsch. Und dass man halt Bäume nicht nachpflanzen kann. Das wollte ich auch. Ja, aber es gibt genug Bäume. Also. Ja, aber wenn du hier was abholst, dann ist es deine Base irgendwann in so einer kahlen Landschaft. Ja, darfst du nicht zu viel abholzen, da musst du halt vorher klug mit der Natur umgehen und nur gewisse Bäume abholzen. Aber wer weiß, vielleicht bringen sie es ja auch noch raus, dass man die Bäume und Pflanzen und sowas alles auch noch richtig allgemein nachpflanzen kann. Allgemein, ihr wisst, dass ihr gerade bloß ungefähr 20% von dem Spiel habt, was es am Ende sein wird, oder? Ja, naja, sagen tun sie ja immer viel, Digi, aber wie viel Prozent das jetzt von den, wenn der 20 sind, am Ende, ob das überhaupt 100% werden und die nicht sagen, bei 75, jetzt ist das Spiel fertig. Ja, nee, aber ja, auch was Story und so angeht, die ist ja komplett unfertig, die Story. Ja. Eigentlich hatten, glaube ich, die Spielemacher angekündigt, dass man das Spiel jetzt auch im Early Access durchspielen kann. Das hoffe klar. Ich nicht, weil ohne spoilern zu wollen, die Story ist vielleicht 2 Stunden lang. Ich glaube, also ich habe tatsächlich nämlich gehört, die Story ist sehr unfertig, weil ich habe das halt bei Shroud und seinen Kollegen gesehen, die haben das Spiel aus Versehen gespeedrunnt. Die wollten es gar nicht und waren dann fertig. Jo. Deswegen, ich glaube, da schieben sie noch ein bisschen was nach. Ja, das sollten sie dann, wenn es so 2 Stunden sind. Ja, das, wie gesagt, ich wollte jetzt auch nicht spoilern oder irgendwie die Meinung versauen, aber das ist halt das, was ich auf jeden Fall mitbekommen habe, dass die dann alle da saßen vorm Titus-Screen und gedacht haben, okay, weird. Warum sammelt ein Ole K. ja nicht mit, Alter? Der läuft uns nur hinterher. Den musst du mal aufschreiben. Aber hat doch David vorhin. Ja, aber das ist David. Hier kann er keine Aufgabe machen, also er könnte nur Holz abhacken. Ach so. Der gute alte Kelvin. Wir hätten den vorher halt an der Berse stehen lassen sollen und sagen sollen, er soll das einräumen. Oh, okay. Hab ich aber vergessen. Aber im Endeffekt, wenigstens das, was man halt, auch wenn ich hier jetzt gemeckert habe, muss ja auch immer was loben oder versuche ich zumindest anzugewöhnen, dass wenn ich meckere, ich auch lobe, das Spiel scheint ja extrem flüssig zu laufen. Ach, ja, es leckt mal ein bisschen zwischendurch, ja, aber ich hatte noch keine Abstürze oder sowas. Ja, und du, also für Spiel, was 2023 rausgekommen ist, woran ich mich gewöhnt habe, dass, ja wie gesagt, ich versuche gerade mein KSP manchmal mit 15 FPS zu spielen, aber ich habe mir jetzt ja endgültig gesagt, scheiß drauf, ich warte auf den Day One Patch. Schade, dass der nicht am Day One kam, ne? Ja, Day One Patch kommt nie an Day One eigentlich. Das ist mein Name. Ja, ich finde aber auch ein bisschen traurig, dass das erste Update erst in 2 Wochen kommt. Also so ein Hotfix zwischendurch hätten sie ja mal auch bringen können. Ja. Wie gesagt, als ich es gekauft habe, deswegen bin ich nicht mad, nur ein bisschen enttäuscht. Ich weiß, was es im Endeffekt werden wird. Vor allem, da sie auch so einen großen Fokus aufs Modden und sowas gelegt haben, was ja KSP1 so großartig gemacht hat. Vor allem, das war auch eine Sache, die ich so richtig, richtig geil fand, was ich noch nie gehört habe. Die Macher von KSP1 haben einfach die berühmtesten Mods genommen und die Entwickler von den Mods gefragt, yo, wollt ihr das nicht einfach für unseren zweiten Teil entwickeln? So, als einfach gesagt, yo, wollt ihr nicht für uns arbeiten? So. Jo, das ist so geil. Das war großartig und wie dann trotzdem so was rausgekommen ist. Tja. Ah, naja. Okay. Okay, ich glaube, mit der schwarzen großen Axt kann man wesentlich schneller Bäume fällen. Obwohl die normale Feuerwehraxt mehr Damage macht. Vielleicht war die andere oder der Baum war schon angehauen, ja. Das kann auch sein, ja.
hoffe, dass das jetzt erstmal an Holz reicht. Ach, ihr seid schon mal gar nicht lange online. Nö. Ja. Du bist eigentlich gerade rein, wo wir so loslegen wollten. Du hast Hunger, du bist zu müde. Jo, da hast du recht. Aber wenigstens gefällt mir der Hut. Du, David, wolltest du jetzt hier einen Rahmen mit Dach wieder? Oder was ist hier der Plan? So unten bauen. Sieht ja richtig schick aus. Da haben sie auf jeden Fall gemerkt, die Leute haben gerne gebaut im ersten Teil. Ja, aber die hätten mehr Optionen reinbringen können. Also die Bauelemente sind halt echt gut, ne? Na, du hattest das letzte Dach. Aha, okay, so, ja, genau. Ja, naja, das Bauen ist fast immer noch das Gleiche, außer dass man halt jetzt so die Wahl immer hat, ne, zwischen Hälften und Drittel und Viertel vom Holz, die man zerschlagen kann, und dass man Fenster halbieren, und Türen reinschlagen kann. Genau, dass man die Hölzer halbieren kann, das gab es vorher auch nicht, und ein paar Sachen haben sie noch dazu gemacht, aber es wurde auch aus dem ersten Teil, ach so, warum gar nicht weg, aus dem ersten Teil auch schon Sachen übernommen. Und einfach übrigens, direkt. Was du da hast, ist eine Holzsplittaxt, die sollte besser sein zum Feld, ja. Die schwarze. Ja, dann ist die Frage, wofür wir die Feuerwehraxt. Verteidigung. Moderne Axt. Ja, aber. Die Bäden nehmen sich ja jetzt auch nicht so viel. Naja, nur rein logisch würde ich halt sagen, das ist eine Holzsplitteraxt, weil die hat Gewicht hinten am Kopf dran. Siehst du das? Das Sticker da. Naja, ist ja auch eigentlich vollkommen Wumpe. Du hast ordentlich viel Zeug da drin, Alter. Boah, wir haben Inventar auch schon öfter ausgeleert und alles, aber wir haben auch schon viel gefunden, da hast du recht, ja. Wir finden die Kisten auch einfach nur, kann ja nicht sein. Ja, Kisten solltet auch jedem, also das sollten die Entwickler auch machen, weil alles nur hier in diese Regale zu packen. Ich meine, visuell finde ich das ja persönlich schön, damit ich sehe, wie viel ich habe, aber im Endeffekt, ja, so ein paar Shit kann man auf jeden Fall in Kisten reinpacken. Ja, das sollten sie auf jeden Fall noch machen. Ja, und dass man, dass wir das Bett, was wir hier gebaut haben, das können wir einfach nicht mehr abbauen. Ja. Okay. Also generell so Respawn-Punkte, Betten, beziehungsweise hier auch diese Holzlager, die wir gebaut haben, die kannst du aktuell nicht mehr abbauen. Also Yuzen hat zwischenzeitlich mal hinbekommen, eins abzubauen, aber ich hab's nicht rausgefunden, also keine Ahnung. Hat er auch ewig für rumgefummelt, du hast ja schon ewig gefummelt, ich hab nochmal gefummelt. Ja. Aber es hat irgendwann funktioniert. Hab so richtige Fummelei, ja. Naja, da wurde richtig hart. Ich bin rumgefunden. Nicht. So, einmal das Ständerwerk bauen, alles oben drauf klatschen, die Stützen an der Seite und dann können wir die Pfähle in der Mitte wieder wegnehmen. Ich finde es ja schön, dass es endlich mal wieder so ein Spiel ist, wo du sagst, okay, da lohnen sich die 28 Euro. Ja, da also für den Preis, wie gesagt, da habt ihr diese Woche eine bessere Entscheidung als ich getroffen. Aber die hätten trotzdem den Karren und sowas. Die hätten einfach alle Sachen, die sie in 1 drin hatten. Ja, ja, das ist halt genau das gleiche Problem, was ich auch hab. So Fragen. Sie hatten ja schon mal diese ganzen Systeme wie bei KSP. Warum hat man die nicht einfach gleich mit reingenommen? Ja. Weil also, der Holzkarren, der war schon praktisch. Aber ja. Dafür gibt's jetzt die Zipline, ne? Also haben sie sich gedacht, tauschen das eine durchs andere aus. Ja, aber warum tauschen? Mach doch einfach Müll rein. Lasten-Zipline? Meine Zipline gab's im ersten Teil auch. Ja? Nee, du kannst Sachen ranhängen. Ah, okay, eine Lasten-Zipline, okay. Ja, ja, ja. Es ist ein bisschen so wie bei Grounded, sage ich mal. Aber das fühlt sich ein bisschen so an wie Grounded am Anfang. Das hat auch schon eine ganze Menge, was auch. Aber der richtige Teil kam jetzt erst. So, das Raster haben wir, jetzt müssen wir es halbieren. Aber du kannst da auch schnell reinlegen. Aber wir brauchen aber auch noch ein paar kleine für die Verstärkungen. Er will gerade nicht. Jetzt. Oh, irgendwo ist eins runtergefallen, oder? Da. Oh, hat gerade ein bisschen geleckt. So. Und da oben würde ich dann auch noch so einen Aussichtsturm raufballern. Weil dann kann man das wie bei Grounded einfach die Ziplines in alle Richtungen ziehen. Ja. Und dann schon mal so haufenweise Meter sparen.
Und da hast du recht. Erst recht, weil die Insel ja jetzt viermal so groß sein soll wie aus dem ersten Teil. Und da war sie ja schon nicht klein. Ich würde gerne da hinten zu den Klippen eine Zipline ziehen, falls hoffentlich ist es möglich. Alter, ist das Bauen ultra teuer. Ja, ihr braucht viel Holz. Naja, du musst überlegen, das sind einfach, wenn du diesen Turm hier vorne bauen möchtest, musst du einfach irgendwie 58, 60 Baumstämme dafür benutzen. Mhm. Du, ich hatte mit Jusen im ersten Teil, wo wir unsere Base gebaut haben, denn die große. Danke, Schachschaulin. Ja, wir wünschen uns viel Spaß. Im ersten Teil, ich glaube, da hatte ich mit Jusen bei dem Bauprojekt über 2000 Hölzer, die wir besorgen mussten. Also 500 Bäume fällen. Das ist ordentlich. Das ist ordentlich, wa? Naja, wenn du hier was richtig bauen willst und so. Also man, es gab halt damals, wo wir gespielt haben, den hier na, Custom-Creator-Modus nicht. Und da war das noch sehr aufwendig. Find's auch gut, wie das immer sehr schön die Menschheit widerspiegelt. Okay, wir sind jetzt hier, was machen wir? Also erstmal diesen Raum Natur komplett zu uns eigene machen. Alle Bäume weg. Ja, das stimmt. So richtig wie die Pilger damals. Ja, erstmal alle wegmachen. Alle wie platt machen, alle töten. Davon gibt's ja genug. Den Indianern ihr Lebensraum wegnehmen. Achso, darf man Indianer überhaupt noch sagen? Nicht, dass ich jetzt hier schon wieder was Falsches sage. Dann tut's mir leid. Ich glaube, man sagt heutzutage amerikanische Ureinwohner. Aber ich persönlich finde, solange man denkt ja null beleidigend, wenn man sowas sagt. Das ist einfach nur das Wort, das man kennt. Deswegen sollte das schon okay sein. Ich hoffe doch. Stream melden. Streamer hat gesagt, bei Minute Salz. Ich fühle mich als amerikanischer Ureinwohner gedisst. Angegriffen. Und Leute, es ist wieder ein Deutscher. Den Deutschen können wir es doch nicht verzeihen. Ihr wisst doch, der Zweite Weltkrieg. Oh ja. Hab ich zwar überhaupt nichts mit zu tun oder keiner von uns, aber wir ist sind egal, die schlimmen dass wir böse Deutschen. 60 Jahre danach geboren wurden oder 50 Jahre danach. Ja. Okay, wir haben alle Holz verbaut, wie es aussieht, David. Uns fehlt aber immer noch was. Scheiße. Haben noch nicht mal ein halbes Dach eingedeckt, glaube ich. Boah. Ja, ich habe schon gut was bekommen eigentlich. Okay, wenn wir die Schrägen reinmachen, können wir die Stehhölzer erstmal auch noch nehmen, David. Könnt ihr diese Stützen mitten im Dings wegmachen? Ja, aber dafür müssen wir erst ein bisschen noch so stützen. David macht's gerade. Ich wollte nämlich gerade fragen, weil das würde mich ja persönlich nerven, wenn die da überall rumstehen. Ja, Gronkh, wo ich bei ihm kurz gestern reingeguckt hatte, der hat es auch so gemacht, das ganze Haus mit den Stützen. Er hat es halt auch noch nicht ausprobiert oder wusste nicht, dass man hier diese reinmachen kann und dass dann davon recht gut gestützt wird. Und man braucht auch gar nicht so viele. Nee, das wollte ich nicht nehmen. Nimmst du bitte jetzt die Stütze? Ich kann ja nicht nehmen. Untergeschoss da drunter? Ja, klar. Ja. Das ist cool. Na, hier in die Lücke will er jetzt nicht. Da muss ich mir erst wieder... Oh, doch, jetzt hat er Trappe. Ja, aber wenn du ein Einzelnet in der Hand nimmst, geht's manchmal besser. Ah. Manchmal, ja. Jetzt hier ein Musterbeispiel. Jetzt habe ich ein Einzelnet in der Hand. Ah, da war's. Da war's grad. Ja, manchmal macht's... von oben baut sich's auf jeden Fall besser als von unten. Na, der geht nicht weg, war David? Wir müssen hier noch einen Schrägen drunter machen an der Seite. Hier weg. Aua! Zu den Teilen. Ich hätte den fast umgehauen gerade. Ups. Den erwarten. Kannst du ja nicht teilen. Warte. Die rote Linie ist nicht da. Ich mach mal, wie David sagt. Einfach immer zuhauen und irgendwann trifft man schon. Das ist halt auch noch ein bisschen verbuggt. Diese rote Linie ist so viel. Nee, ich sehe diese Teillinie. Nee. Danke, David. So, und jetzt müssten wir den wegnehmen können. Ja. Yep. Sehr schön. Kann man den hier bestimmt auch schon wegnehmen, oder? Ja. Yep. Hier war doch gerade die Linie. Da war so. Oh, oh. Da draußen rennt ein Double, ein Zweier rum. Okay, da läuft aber
oder läuft. Nee, jetzt kommt er wieder zu uns. Wo meinst du? Hier, wo ich aus dem Fenster gucke. Ich sehe es gerade. Ich höre gerade die Shotgun. Es gibt ja viele siamesische Zwillinge hier. An der Hüfte zusammengewachsen. Die hier haben keine Beine und sind in der Mitte des Körpers zusammengewachsen. Ich kann mal die Slug-Munition ausprobieren. Oh, da fand ich auch. Habt ihr das erste Teil gespielt? Ja. Also ich habe den ersten Teil von The Forest durchgespielt, ja. Da musstest du am Ende ja auch die Entscheidung treffen mit dem Flugzeug, mit den anderen, ne? Ja. Naja, das fand ich halt auch sehr gut gemacht. Das habe ich gar nicht erwartet gehabt damals bei The Forest, dass er so eine gute Story dann noch zum Ende kriegt. Ja, ne? Habe ich auch nicht erwartet. Der schluckt aber viel Schuss, war David? Ja, ich weiß auch nicht. Okay, der ist ja auch so nicht einfach zu besiegen. Jetzt ist er tot. Oh, dafür hat er zwei Köpfe. Ich glaube, der lebt. Jetzt ist er tot. Jetzt. Oh Gott, Junior, das war's direkt hinter dir. Schieß ab. Erst mal schön Kaomi boostet. Also ich habe ihn auch schon oft mit Bäumen erschlagen, also. Kommt halt vor. Könnt ihr auch mal was sagen, der Typ? Du bist ja witzig. Hört sich immer aufs Ohr. Wo hat er den anderen jetzt? Der ist runtergefallen, oder? Ne, hier ist er. So, ein bisschen Holz fehlt uns noch, David. Eins, das ist ein halber, anderthalb, zwei, drei, vier. Naja, können wir fünf ruhig sagen. Ja, mit dem fünf. Aber für fünf Felder müssen wir noch ausfüllen. Das heißt, fünf müssen immer rein. 5 mal 5 ist 25. 25 Hälften brauchen wir noch, also 12 Stämme. Wie viel nichts mehr vom Wald über ist, Alter. Meinst du, also drei Bäume? Jo, müssten theoretisch reichen, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Was ja auch geil ist im Spiel, aber das war im ersten Teil auch so, dass du ja das Kannibalen, von den Kannibalen die Arme und Beine abhacken kannst, das grillen kannst und essen kannst und davon nicht wahnsinnig wirst oder sonst was. Ganz normales Essen. Ist da ein ist Bein und ein Arm, bist du satt. Bist du wahnsinnig, sollte schon machen, aber bloß nicht Gehirn essen, davon wirst du todkrank. Also, for real. Hast du es schon ausprobiert, ja? Ja, nee, da gibt's interessante Studien zu, weil... Oh, ich hab vergessen, was es ist. Und ich will keine falschen Begriffe in der Wissenschaft sagen. Aber da irgendwas im menschlichen Gehirn macht dich todkrank. Wenn das ist. Ich finde Hirn eh nicht so lecker. Aber. Das ist ja jeden seins. Als Kind habe ich mal Hasenhirn gegessen. Also ist jetzt nicht so, dass das nicht schlecht. Es schmeckt nicht schlecht. Also ist jetzt nicht so, dass es schlecht schmeckt. Das ist nicht meins. Ist genauso wie. Ich muss ganz ehrlich sagen, Leber gut zubereitet kann immer toll sein. Ist aber auch einfach nicht meins. Ja, also bei mir auch recht selten, dass ich sowas mal esse. So Innereien generell. Naja, Hühnerherzen, Geflügelherzen, okay, die halt komplett drauf. Okay, das ist echt scheiße lecker, ja. Geil. Die schönen, dunklen, würzigen Soße. Achso, was ich auch cool finde an den Viechern, die meisten greifen ja gar nicht richtig an. Manche von denen gucken ja wirklich nur und kommen dann immer so kurz ran auf den Meter und hauen dann wieder ab. Oder ich weiß nicht, ob das nur am Anfang so ist. Okay. Ich habe extra die Waffe weggepackt, dass er sich angreift. Ich gebe mir einen Headshot. Und drehe ich um, peng. Okay. Ja, tut mir leid, David. Ich mach das eiskalt. Wachsen die Bäume nach? Nein, Schachschaulinen leider nicht. Es war auch im ersten Teil so. Aber wir hoffen, dass die Entwickler das so machen, weil man Samen findet, dass man vielleicht Bäume nachpflanzen kann. Aber ich glaube... Zumindest die Stümpfe entfernen oder so. Ja, na, dass man einfach neue pflanzen kann. Okay. Jimin sagt einfach, dass jetzt diese Insel ist der 52. Staat von Amerika. Herzlich willkommen, das Minimal Pistole. Richtig. Wir müssen erstmal alle Bekanntschaft mit meinen Waffen machen. Hexer-Style nenne ich das auch gerne. Ich freue mich auf die Kettensäge. Oh ja. Ich finde es auch praktisch, dass es eine Elektrokettensäge wird, okay, und dass wir wahrscheinlich noch Solarpanel finden. Solarpanel kannst du dafür finden? Dann kannst du Batterien wieder aufladen. Also wir können uns sowieso mit Batterien zuscheißen, aber... Davon haben wir echt viele gefunden.
Bis jetzt kann man sie ja nur für den Taschenlampe und für den Elektroschocker, glaube ich. Nee, Elektroschocker glaube ich, für was anderes. Achso, nee. Axt habe ich gar nicht. Jetzt nimmt er die. Weil die Axt gerade weggesteckt hat. Also ich kann mal gucken, aber wir haben keine Baum. Was, die Stümpfe schlagen bringt nichts? Da kommt doch auch ein Holz bei raus. Also, ich probier's nicht aus. Baum fällt. Nee, dann ich würde einfach interessieren. Nee, die gehen nur kaputt, ja. Hast recht. Deswegen machen wir die Stümpfe auch nicht. Wenn die wenigstens einen Stock geben würden. Alter! Ich vergesse mal, wie dunkel das wird. Ja, das wird richtig dark. Lass uns nach Hause. Ich bin nach Hause. Muss hier nicht noch einer sein? Ich sehe nichts. Alter, nee, das ist so dunkel. Wir nehmen die Seilbahn. Juppie. Ja, ist auch deutlich schneller. Und jetzt voll gegen die Wand. Knall! Nee, doch nicht. Ich bin auf dem Holzhaufen hier lang. Dass man manche Sachen nicht umstellen kann, das ist ja. Ich hab, als das Häuschen da vorne stand und ich das nicht abbauen konnte, hatte ich echt überlegt, ob wir noch woanders unsere Base bauen. Da hat es dir eigentlich so gereicht, ja? Ja, das war halt nur so ein hässliches Häuschen, was komplett krückig einfach nur mitten in unserem Gebiet steht. Und wenn du das halt nicht abbauen kannst, dann ist halt Müll. Ehrlich aber auch. Und wenn man sich dann zu Hause bauen will und dann so ein Scheiß, also nicht so ein Scheiß, aber so was da nicht halt steht. Ist, dass wir den Lager da unten nicht abbauen können, ist auch halt bis jetzt meh. Dass die alle mehr oder weniger halb gerade stehen, aber ich hätte das Haus hier vielleicht sogar noch ein bisschen größer gemacht. Aber wie gesagt, das. Dennis, lass schlafen! Achso, ja. Wenn es nicht so sein sollte, so kann man sich jeden Monat drüber freuen, wenn dann Stück für Stück das besser gemacht wird. Ja, das ist ja bei Astro-Kolonie auch so gut. Die haben ja jetzt eine Mod-Unterstützung gemacht. Und ich bin echt gespannt, was daraus noch wird. Gut. Jetzt mal allgemein für die Zukunft. Ihr habt alle Bock, irgendwann mal wieder Zomboy zu spielen, ne? Ja, ne, ich hab's gekauft und wir haben es bis jetzt noch nicht doll gespielt, weil wir ja keine Gruppe waren, sag mal. Ja, genau, da habe ich eine schöne Antwort für dich. Ich habe ja mit einer anderen Gruppe auch schon Zomboy gespielt. Wir wollten eigentlich im Winter zocken, haben aber dafür keine Zeit gefunden. Das wollen wir irgendwann in naher Zukunft machen, also vielleicht in ein paar Wochen, da kann ich auch noch Bescheid sagen. Und dann wären wir das tatsächlich, gerne. Wenn ihr mitmachen wollen würdet, wären wir tatsächlich fast 6 bis 8 Leute. Wir könnten so eine richtig kleine Community da machen. Das wäre natürlich sehr geil, weil ich habe auch noch einen Zomboid Steam Key übrig. Den wollte ich halt nochmal verlosen. Und dann lohnt sich das ja erst recht, wenn wir es auch spielen. Ja, und vor allem das Schöne ist ja, warum wir das jetzt auch erst machen. Damals ist ja erst der Multiplayer ganz frisch rausgekommen. Das war ja noch auf einem unstabilen Branch, nicht auf dem richtigen, wie sagt man das auf Deutsch? Das war halt nicht auf der richtigen Version. Und jetzt haben sie es halt im letzten halben Jahr sich komplett drauf fokussiert, dass jetzt, ich zocke zum Beispiel mit meinem Ami-Kumpel zocke ich gerade wieder Zomboid und ich habe einen Server mit 50 Mods und 0 Problem. Also wirklich, die Mods laufen im Multiplayer und das läuft alles richtig gut. Das ist ja schon mal geil. Und da hätte ich auf jeden Fall Bock, einen schönen Server für uns aufzusetzen. Ist dann aber leider nur so ein Spiel, was dann gezockt werden kann, wenn der Typ, also über welchen PC das läuft. Naja, natürlich. Ist. Kannst du aber Nitrado hochladen, oder nicht? Nee, nicht Zomboid-Server. Können wir die Holzscheite, die wir auf der Schulter haben, auf den Boden legen und auch quer durchhauen, David? Ja. Dann lass das lieber machen, weil sonst fletscht immer eins weg. Ja, das ist schon bei dir passiert. Aber du kannst hier auch unterm Dach, wenn hier irgendwo E steht, wenn das zweite weggeflutscht ist, die zweite Hälfte, kannst du einfach E drücken. Nimm da wieder eine Hand, falls es hier irgendwo liegt. Ja, das mache ich normalerweise. Aber ah, okay. Okay. Ich dachte, ich kann dir mal was Neues erzählen. Aber habt ihr schon den Schlitten? Den ganz normalen Schlitten für den Schnee, ja. Seid ihr schon mal Berg runtergerodet? Nee, sind wir noch nicht. Aber David hat schon mal eine gecraftet. Du brauchst ja dafür für den 3D-Drucker 1000 Resin, Tinte. Sag ich jetzt mal, Tinte heißt das, glaube ich, hier. Also, ja. Tintenharz. Tintenharz, genau. Das ist ja tatsächlich mein Highlight gewesen, was ich in den Gameplays bis jetzt gesehen habe. Das ist die letzte Lücke, David. Ja, damit kann man nichts reinsetzen. Ich glaube nicht, dass das letzte Lücke. Ich glaube, links davon ist noch einer. Eine Lücke? Guck mal, warte, ach shit, schieben wir bewegt.
Hier. Ja, da die Lücke meinte ich. Ja. Ja. Aber sonst ist dicht. Einen Stamm brauchen wir noch. Flupdiwupp. Dann musst du erstmal außen eine Treppe hochbauen, war der? Ich wollte sogar vielleicht von innen eine Treppe bauen. Achso, na okay, musst du wissen. Da hätten wir aber eine Dachseite gleich offen lassen können und nicht alles zubauen müssen. Hast du recht, aber ich wollte hier. Du Arschloch! Wartest du mal, bis ich zuhaue? Ne? Das Buggy. Oh. David? Ich hab nicht so viel Leben. Mir ist das doch Rille. Ich schmeiß hier auch eine Granate drin, dann können wir von vorne anfangen. Ich muss ein bisschen gucken, dass ich es hier reinkriege. Okay. Dann musst du an einer Ecke die Dinger wieder rausnehmen und da die Treppe hinbauen, David. Ich wollte so ein Seil bauen, wie in dem Wachturm ist. Also ich wollte jetzt einfach nur so ein Wachturm oben drauf klatschen. Ja, ja, aber dann musst du bloß mal sagen, an welcher Ecke wir das Seil hinbauen. So, wo es nicht stört. Geht ja eigentlich nur da, wo du gerade stehst. Ja. Okay. Dann nehme ich die raus, ja. Noch ein halber drauf, oder? Gucken, ob das so funktioniert. Gut, David. So. Müssen wir aber erstmal nach oben vor. Oder kannst du das Seil da so schon jetzt so ranbauen? Dass man hier nach oben kommt. Da müsste gehen, oder? Das ist eine gute Frage. Warte kurz, wie mache ich überhaupt ein Seil? Ich glaube, ich brauche ein Seil habe ich in der Hand. Ausrüsten. Du fragst mich Sachen. Ja. Hier ist die Baumhausplattform. Hab schon. Hier ist das Mini-Baumhaus gleich mit Seil. Hab schon. Okay. Aber wäre besser. Naja, okay. Ich muss einfach nur ein Seil in die Hand nehmen. Ah, okay. Und dann kannst du es befestigen. Müssen bloß aufpassen, dass wir hier noch vielleicht was hinbauen, damit wir nicht immer runterfallen, ne? Ja. Und es wäre besser, wenn du das Seil, ja, weiß nicht, Innenraum gehangen hättest. Die Sicherheitsinspektion hier. Auf jeden Fall nicht. Naja, normalerweise würde das Seil jetzt mal noch hochgehen auf den Wachturm. Ich mach, wenn das nicht verändert ist. Wenn wir hier anhängen. So an. Ja. Kann ich mit den Stämmen hoch? Nee, oder? Nee, der lässt sie fallen. Aber warte, die Baggen. Oh fuck. Die Baggen hier so im Boden, dass du sie greifen kannst. Da kannst du auch hochwerfen. Okay. Nee, klappt nicht. Diese weißen kannst du Sachen, die mal wegnehmen? Die ihr da drin stehen habt. In dem einen Schrank. Das hier? Was ist denn wohl? Köpfe. Ah, Heik von hinten nicht gesehen. Hier sind erstmal so Köpfe drin. So Pflanzen, Samen, so alles, was ein bisschen natürlicher ist. Und hier drüben haben wir ja schon mal Seile, Klebeband in Regal. Hier haben wir Uhren und Draht. Und hier haben wir Computerchips, Leiterplatten und Batterien. Da haben wir gestern schon mal fleißig sortiert. Was für eine komische Gesellschaft, in der du deine Technik... David, nimmst du die Hölzer da mal weg? Weil wir da weg von Köpfen und Fernsehen. Ja, nichts. Danke. Das mit dem Werfen funktioniert ja an der Stelle, glaube ich, nicht so gut. Kann sie nur so werfen. Ich brauche aber eher ganze Stämme. Ah, warte, hier ist ein ganzer. Oh, Lyric spielt Kerbal Space Program 2. Da muss ich zu. Kommst du so ran von da oben? Zu wenig. Ah, jetzt hat's mal geklappt. Zeig dich getroffen. Ja, danke. Hier ist ein halber noch. Also, nicht quer, längs halb. Kein Bock, meinen Charakter essen und trinken zu gönnen, nur damit er aufhört zu keuchen. Obwohl, wir können, da hatten wir nicht so viele kleine, wenn wir nicht mehr so. Wenn du so, na hier, die hast du doch hier gestapelt als Haufen. So feuerholzmäßig. Damn. Das ist aber eine schicke Location. Ich hab das noch gar nicht gesehen. Da geht's ja richtig runter bei euch da. Jo, hier hinten ist Klippe, ja.
Oh, das ist schick hier auf jeden Fall. Allgemein, das Game sieht doch schick aus, muss man lassen. Wie viel FPS hast du gerade? Oh, das ist mal eine gute Frage. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob man sich hier den FPS-Dings anmachen kann. Du kannst das bei Steam für alle Spieler einstellen. Dann brauchst du die wieder individuell. Kann ich dir irgendwann mal zeigen, wie das geht? Jo. Da kann ich dir nicht sagen, es fühlt sich im Stream aus. Da sieht auf jeden Fall mindestens nach 60 aus. Jo. Naja, ich habe DLSS auch an mit ausgeglichenen Modus und das Spiel läuft so zwischen mittleren bis hohen Einstellungen. Ja, Schatten ist immer was viel zieht und wenig bringt eigentlich. Ja. Also man kann sich das Spiel auf jeden Fall noch hübscher machen als ich. Ich habe bloß mal DLSS Qualitätsmodus auch ausprobiert und Performance Modus, aber da läuft das Spiel nicht so gut. Würde ich allgemein, wenn du streamen gleichzeitig machst, ist das wahrscheinlich nicht so gut. So richtig. Solo spielen wird das schon gehen. Das denke ich nämlich auch. Und so waren bis jetzt meine Erfahrungswerte. Scheiße. Musst du noch ein bisschen die Schultern trainieren, kriegst du. Na, jetzt zeigt David schon eben mal, ob man den Mister greifen kann. Nee. Art Holz ist gleich wieder leer. Kannst du wieder nicht greifen? Hock dich mal hin. Ah. Jetzt geht's, ne? Wenn nämlich was nicht zu greifen geht, Leute, hinhocken. Habe ich gestern und vorgestern auch schon sehr oft rausfinden müssen. Keine Ahnung, ihr wisst schon, was ich meine. Oder kann ich die von hier außen hochschmeißen? Das wäre ja auch eine Variante. Oh, nee. Reicht nicht ganz, wie es aussieht. Vielleicht mal dabei springen. Oh Mann, jetzt mach ich gleich eine Sache. Ja! Hat geklappt. So, jetzt ist das Holz wieder alle. Um den Turm zu bauen, brauchen wir bestimmt noch 50 Bäume, die wir fällen müssen. Oh, das war gut im Wurf. Ja, so langsam war ich's raus. Na komm. Hallo, wie gesagt, was ich halt nur echt empfehlen kann, ist, bastelt euch irgendwann mal alle den Schlitten und geht schön weit hoch auf den Berg. Oh, der Berg ist ja schön hoch. Das Schlittenfahren sah halt richtig, richtig lustig aus. Da kann man auch so kleine Challenges machen. Könnt ihr mal gucken, wer so Skiweitsprung, wer so den weitesten Sprung mit dem Schlitten und sowas schafft. Ja. Wie hoch willst du den Turm machen, David? Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Hölzer hast du jetzt aufeinander. Nochmal doppelt so hoch mindestens, wa? Na, so 5 bis 6 sind 1 hoch und ich hatte so 3 gedacht. Also 15 Hölzer. Ja. 12 bis 15. Naja, aber wie gesagt, da werden wir ja noch ewig für brauchen, wenn wir das jetzt machen wollen. Müssen wir auch nicht jetzt unbedingt machen. Na, mir ist es egal, also. Jusen sollte ja theoretisch demnächst da sein, dann könnten wir auch mit Jusen erstmal wieder auf Streifzug gehen. Ja, das ist doch nicht sowieso, dass wir uns jetzt noch ein bisschen die Zeit alleine in der Höhle machen. Geht mal noch auf Streifzug, ich hab noch eine halbe Stunde zu gucken, wenn wir noch ein bisschen was sehen hier. Naja, alleine würde ich halt nicht gehen, weil entweder laufen wir jetzt Jusen und Jusen ist gleich da, dann ist halt blöd, weil er ist am Arsch. Höhlen sind nicht ohne, erst recht am Anfang. Klar hatten wir jetzt Munition und alles, aber wir werden auch nicht alles immer gleich verballern und uns der C4 und die Granaten dutzenweise um die Ohren schmeißen. Ja, das ist, glaube ich, nicht ganz so klug. Ich hätte gesagt, wir gehen vielleicht ein bisschen, bis man die wiederfindet. Gehen noch ein bisschen Dings holen. Dings holen? Ein paar Möwen. Die können wir machen. Braucht da wieder Pfeile, ja. Das sind zwei. Das heißt, kann man sich eigentlich Armbrustbolzen herstellen? Die kannst du printen. Ja, außer printen, weil das Printen brauchen wir, wenn dann für den Schlitten und alles mit. Ich bin mir fast sicher, dass du die nur drucken kannst. So stimmt, ich wollte die andere Shotgun-Munition bauen.
Okay, wenn wir jetzt so ja Vögel handeln, kann ich ja eigentlich mit Armbrustpfeile überhaupt bei. Ne, ich hab nur. Okay, Zwille könnte ich mal ausprobieren, vielleicht. Kann man damit ganz gut die Vögelchen treffen? Ja. Wo willst du dafür hin, David? Wir müssten doch eigentlich hier runter zum Wasser, oder? Na, zum Spawn würde ich wieder gehen. Achso, also da einfach geradeaus weiter. Ja. Okay. Ich habe aber auch gesehen, dass die Spawns sind unterschiedlich, ne? Bei anderen, wo ich reingeguckt habe, die sind zum Beispiel hinten direkt am Berg im Eisgebiet gespawnt am Anfang. Der Helikopter kann an verschiedenen Stellen crashen, ist das richtig? Oh, cool. Oh, das Wasser, schick. Obwohl ich jetzt nicht weiß, ob ich die Wasserqualität auf hochgestellt habe, weil da gibt es nur hoch und niedrig. Also kann sein, dass das hoch ist, kann aber auch sein, dass das niedrig ist. Ja, gemein. Also ich bin ja eh nicht so grafikverrückt, aber ich finde die Inszenesetzung, die sch- malerisch aus. Ich finde halt, es muss einfach zum Spiel passen. Also hier das Spiel jetzt in der Comic-Grafik wäre jetzt so zum Beispiel nicht so mein Geschmack, aber in anderen Spielen ist eine Comic-Grafik vom Vorteil. Borderlands fand ich die Grafik immer richtig sehr gut. Ja, stell dir mal ein Borderlands mit realistischer Grafik vor. Das hat doch dann auch nichts so mit Borderlands zu tun und das, was Borderlands eigentlich auch so ein bisschen ausmacht. Tarkov-Gameplay mit Fortnite-Grafik. Ja, genau. Sowas. Also, wäre nicht so meins, aber ich lasse mich gerne auch überzeugen. Nee, beides nicht halt mehr meins. Ist ja auch eher ein Horror-Game, also. Das soll ja ein Horror-Game sein. Oh. Okay, die Steinschleuder wirft ganz schön weit drüber. Ja, ja. Okay, daneben. Den hast du. Doch, den. Okay. Federn! Blöde bei den Federn ist, kaum wenn die den Boden berühren. Die spawnen. Warte, ich hab nicht getroffen. Jetzt. Also ich hab hier drei Viecher, wollen wir die kurz hacken? Achso, können wir das auch. Oh, ich hab ja auch noch eins. Hab nicht getroffen. Feder nicht getroffen? Okay. Mal erst die nehmen, dann war erst das. Ja, let's go. Wir haben nämlich herausgefunden, wenn wir Tiere bzw. Monster gleichzeitig schlachten, kriegt jeder eins. Ja. Ach so. Ansonsten jeder Fleisch. Ja, ansonsten kriegt halt immer nur einer Fleisch. Das gute alte. Das war schon im ersten aber so. Ja. Aber das ist gut, dass das so funktioniert. Also sollten sie meinetwegen auch nicht aus dem Spiel rausnehmen, können sie ruhig gern drin lassen. Das müssen sie nicht beheben, wenn man das als Bug werten möchte. Vielleicht Exploit nennen, aber es ist ja jedem im Singleplayer oder jedem im Gruppenspiel selber überlassen, worauf man Bock hat, worauf nicht. Du musst halt koordinieren ein bisschen. Ich weiß, ganz, ganz, ganz früher, vor bestimmt 10, 15 Jahren, gab es ein MMORPG, was ich gezockt habe. Und da war meine Gilde die reichste auf dem Server, weil wir auch fast genau sowas gemacht haben. Und zwar, wenn du Items getradet hast, in der Minute, wo die Serverwartung jede Woche gestartet hat, wurden die Items dupliziert. Und wir haben dann immer die seltensten Items so dupliziert. Und alle waren mad auf uns, weil jeder wusste es, aber keiner konnte was wirklich dagegen machen. Okay, wir haben schon genug Fleisch dabei, David. Ja, ich würde ein Feuer machen da schon. Achso, dann können wir ja trotzdem nicht mehr mitnehmen. Nee. Aber dann können wir vielleicht nochmal was essen. Man könnte hier einen Drying Rack sonst aufstellen und könnte das Fleisch mal trocknen. Das stimmt. Das mal machen? Ja, ja. Oh, warte mal, ich guck mal. Hier war es doch irgendwo bei. Da. Stellen wir es einfach hier in der Mitte und gut ist. Ich brauche noch drei Äste, David. Hast du noch welche? Schön. Kannst du noch ein zweites hinstellen? Ja, kann ich gleich mal. Ich wollte erstmal eins bauen, damit wir schon mal das Fleisch ranhängen können. Okay, Gammelfleisch bitte nicht, David, das kannst du gleich mal wieder runternehmen. Nee, das wird doch auch zu fertig am Essen. Ach ja, stimmt, das ist ja auch noch verbuggt. Stimmt, ich vergesse das immer. Gammelfleisch nicht wegschmeißen, Leute. Könnt ihr auch aufs Lagerfeuer machen, wird wieder normal. Wenn es schon echt so funktionieren wird. Ja. Das wäre echt cool. Jetzt noch eine Möwe. Oh, unsere Drying Racks sind schon voll, Digi. Müssen gleich schon wieder eine neue. Naja, wenn jetzt spawnen die ja nicht mehr richtig nach.
Aber er hat noch heute aber auch richtig Glück. Die letzten Male, wo wir da waren, waren nicht so viele Möwen hier. Manchmal waren es auch recht wenige. Ja. Hast du die Feder? Oh, fast zu spät. Okay, hier kommt einer auf mich zu. Echt nicht getroffen? Achso, ich habe keine Steine mehr drin. Ich bin doch ein Trottel. Aber er schießt trotzdem. Ich habe mir mal hier Kiesel sammeln müssen. Ich wundere mich, warum ich nicht treffe. Let's go, wenn ich keinen Stein in der Hand habe. Wo ist sie? Let's go und nimm sie. Ah, Digga. Sorry, hier liegen so viele Möwen auf dem Boden. Man weiß ja nicht, welche man hatte. Wäre da noch eine Animation, dass die so aufgeklappt wären, dann würde man ja sehen, ah, den hat man. Ja, wie, das hatte ich mir auch gewünscht, dass es ein bisschen mehr so wie bei der Schildkröte ist. Weil die Schildkröte ist echt cool. Ja. Aber der Rest ist halt wirklich, das ist halt gar nicht. Gut, dann war's das mit den Vögeln. Dann lassen wir die Sachen hier trocknen und holen die morgen ab, oder? Unrealistisch, okay. Morgen früh wäre das Ding voll mit Ameisen und Krabben. Naja, man müsste theoretisch eigentlich ein kleines Lagerfeuer auch dazwischen stellen oder so drunter, so ein ganz kleines, was die ganze Zeit am leicht brennen, glimmen ist, damit es trocknet. Und dann dauert das, glaube ich, auch sogar zwei, also kommt drauf an, aber auch sogar zwei Tage. Kommt darauf an, wie dick du das Fleisch schneidest. Wenn man jetzt die ganze Brust nimmt, dauert es halt ewig. Man müsste es in dünne Streifen schneiden und drauflegen, dann dauert es nur ein paar Stunden. Und wenn man möchte, könnte man halt auch noch aus Ästen, könnte man auch noch Äste drüber legen, feuchte Äste und sowas, dann könnte man wie eine Räucherkammer bauen. Ja, das Wichtigste ist, dass du musst es übelst dick mit Salz vollhauen, weil du willst ja die Flüssigkeit rauskommen. Weil ohne, wenn die Flüssigkeit drin ist, gammelt es ja nur. Du willst es ja trocken. Nee, also wenn Bear Grylls zum Beispiel oder bei Survival Duo, die haben das auch nur dünn geschnitten und haben das dann, haben ganz so ein ganz dünn, ja. Ja, okay, dann reicht die Sonne, um das Wasser rauszutrocknen. Das stimmt dann schon gut. Na, die haben dann einfach nur ganz dünn geschnitten, haben ein Dreiecksgestell gebaut und haben das über das kleine Feuer gelegt und haben da das alles rangehangen und draufgelegt. Und dann halt nach einem halben Tag bis einen ganzen Tag ist das so trocken, dass das auf jeden Fall sich drei Wochen halten sollte. Vielleicht sogar noch länger, wenn da kein Wasser drin ist. Oh, richtig, kommt ja darauf an, wie gut es runtergetrocknet kriegst. Und wenn du natürlich vorher noch pökelst, hält es bestimmt noch länger. Ist ja auch klar. So, den Scheiß kann ich ja hier eigentlich auch gleich mal ranhängen. Den liegt noch überhaupt. Oh, ich habe sogar noch einen Kopf dabei. Köpfchen sollte man immer dabei haben. David, das sind Steine. Steine? Steine. Ich schmecke ganz komisch. Ich esse, nein, oh Gott. Die machen Aua in meinem Mund beim Essen. Die musst du schon im Ganzen schlucken. Wegreinig den Magen. Das ist komisch, immer wenn David auf einen Stein beißt, hat er danach ganz viele kleine Steine im Mund, aber der Stein wird einfach nicht kleiner. Und wenn er grinst, sieht er nicht mehr so hübsch aus. Mach ich Mittwoch auch eine von den Buletten. Ich mach einfach einen Stein an wie eine Bulette und die kriegst du. Alter. Digga. Beißt er da herzlich rein, Alter, und bricht sich erstmal schön ein paar Zähne ab. Ich hab eine Zahnzusatzversicherung. Was schöne Haare. Guck mal, wie er hier hockt. Jetzt müsste ich eigentlich nur noch zuhauen, wa? Oh Gott. Nein, bitte nicht. Kopf ab! Ab mit deinem Kopf! Er hockt sich ja schon wieder hin. Oh klar, da packt er gleich. Jetzt wär's. Oh, okay. Packen sie ihr Gerät mal wieder ein. Was wird passiert, wenn ich auf Gegner damit schieße? Müssen wir mal ausprobieren. Oh. Hast du mich jetzt getroffen oder nicht? Ja. Ich glaube, es hat nichts abgezogen. Nee, lag auf dem Boden. Da probiert, aber heb mich danach wenigstens auf. Nö. Es geht durch dich durch. Also du, es sieht so aus, als würdest du Schaden kriegen. Du hast, guck mal, den Treffer hat man auch gesehen. Du hast kurz die Hände nach hinten, aber du kriegst keinen Schaden sozusagen. Ja, bei dem Ding kriegt man keinen Schaden. Es registriert zwar den Hit, aber du kriegst keinen Damage. Aber weißt du, ob sie das nur ein- oder ausstellen, weil im Moment... Ach, auf Friendlies muss es ja nicht sein. Mich würde es freuen, wenn es halt auch auf Gegner gehen würde. Hey! Gegen die Physik. Schön, David. Nee, da ist ein Motor drin. Ach, da ist ein Motor drin. Ja. Cool. Gleich reingeplumpst. Sehr schön.
Die untere Etage ist ganz unspektakulär. Ich hab die noch nicht gesehen, zeig die mal. Ist hier halt so ein bisschen Essen, hier liegen Muscheln und alles mögliche Dosenzeug, aber einen Dosenöffner habe ich noch nicht gefunden. Hier sind unsere Pfeile und sowas alles. Ah. Der Seite. Hier. Oh, wo ist denn die Muni hin?